Sehr geehrter Herr Präsident, es sind gestern neulich am Abend sehr schwere Vorwürfe gegen Ihre Amtsführung und gegen Sie als Person öffentlich bekannt geworden. Es geht um die Einflussnahme auf Ermittlungen der unabhängigen Justiz. Es geht um Hausdurchsuchungen. Und ich glaube, es macht es unmöglich für uns alle, dass wir heute einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich denke, dass wir alle hier in diesem Raum an Ihrer Stelle wüssten, was wir in dieser Situation zu tun hätten, um Schaden vor dem Amt, Schaden von der Republik abzuwenden. Und ich glaube, es wäre sozusagen eine gemeinsame Aufgabe, auch hier von Ihnen zu verlangen, dass Sie sich hier auch erklären. Ich darf also fordern, dass wir jedenfalls die Sitzung unterbrechen und eine sofortige Präsidiale einberufen, weil es nicht sein kann, dass das Amt, dass Sie diese wichtige demokratiepolitische Funktion durch Ihre Arbeit in dieser Form beschädigt wird. Es ist das Mindeste, dass Sie sich heute hier erklären, zur Tagesordnung überzugehen, sich vor dem Generalsekretär zu verstecken, kann nicht der Weg sein. Und um es mit den Worten eines ehemaligen Bundeskanzlers zu versuchen, genug ist genug, Herr Präsident.